Hallo zusammen. Wenn dieses Video euch gefällt, abonniert mich und bitte einen Daumen nach oben. Moin moin auf mein YouTube-Channel. Diesmal geht es um Raspberry Pi 4. Und zwar, wie man mit den Raspberry Pi 4 und Amibian einen fast vollwertigen Amiga emulieren kann. Im ersten Teil geht es darum, wie man Amibian installiert und anschließend die Workbench installiert. In diesem Tutorial geht es darum, den Amiga als Spielkonsole zu nutzen. Hier eine kleine Aufstellung, was euch in diesem Tutorial erwartet. Bevor wir loslegen, möchte ich euch kurz meine Hardware vorstellen. Ich habe hier diese Tastatur. Zusammen mit der Maus, das ist eine Bluetooth-Tastatur, mit Bluetooth-Maus funktioniert wunderbar. Außerdem habe ich hier für mein Raspberry Pi dieses Kühlkörpersystem, bin ich auch sehr mit zufrieden. Ich habe hier dieses ScanDisk, 64 GB reicht locker aus. Und natürlich brauchen wir ein Raspberry Pi 4, den man ebenfalls bei Amazon günstig besorgen kann. Außerdem benutze ich hier folgende Programme. Einmal FAT32 GUI-Formater, ein Image-Flash-Tool und FileZilla. Die Links dazu findet ihr unten in meiner Beschreibung. Die offizielle Version von Amibian findet ihr auf dieser Seite. Unter Download gibt es jedoch nur die 1.4er-Version. Um die neue Version zu bekommen, müssen wir hier auf Forum gehen. Und hier oben diesen Link anklicken. Hier ist auch die 1.5er Version erwähnt. Den Link dazu bekommen wir, wenn wir eine kleine Spende per PayPal überweisen. Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall, weil das Amibian 1.5 läuft extrem flüssig. Der Entwickler hat sich ganz viel Mühe gegeben und steht auch immer für Fragen bereit. Also scheut euch wirklich nicht, einen kleinen Betrag zu überweisen und ihr bekommt sofort den Link zugeschickt. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe. Dort werden alle Probleme und Fragen gründlich diskutiert. Um das Amibian-Image zu brennen, müssen wir erstmal unsere SD-Karte mit FAT32 formatieren. Ich benutze das Tool FAT32-Format dafür. Dann geht es weiter mit dem Image Flash Tool. Hier wähle ich dann das Amibian Image aus und hier dann meine SD-Karte. Und los geht's. Das dauert ein bisschen. Also, wenn alles fertig ist, stecken wir die SD-Karte in den Raspberry Pi und machen dann dort weiter. Wir starten jetzt den Raspberry Pi mit der SD-Karte und gelangen jetzt zu diesem Startbild. Bevor wir jetzt hier weitermachen, verlassen wir diesen Bildschirm. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall sollten wir in den Settings Wi-Fi aktivieren oder den LAN-Anschluss verwenden. Ich habe mein Raspberry Pi direkt mit dem LAN verbunden und mache jetzt weiter mit Nummer 6 System Settings. Hier unter 7 ist es jetzt wichtig, unter Advanced Options, dass wir unsere SD-Karte anpassen an die komplette Speichergröße. Das machen wir hier mit Expand File System. Und jetzt haben wir die volle Kapazität der SD-Karte zur Verfügung gestellt. Wir verlassen das wieder und gehen wieder zu den System-Settings und machen hier ein Update mit U1. Okay, wenn alles fertig ist, geht's weiter. Ich mache noch ein zweites Update mit U2. Und wenn dieses Update auch fertig ist, geht's weiter mit Update U3.
und anschließend starten wir den Raspberry Pi neu. Sollte nach den Updaten so ein Fehler erscheinen beim Booten, dann müsst ihr einfach nur den Befehl Permission eintippen und hier dann einfach mit OK weitermachen. Anschließend wird der Amiga dann neu gestartet. Um jetzt weiterzumachen, müssen wir diesen Bildschirm wieder verlassen und gehen jetzt nochmal auf System Settings und gehen jetzt hier auf den Eintrag Interface Option und enablen jetzt den SSH und sagen jetzt hier Yes. Wir haben jetzt durch die SSH-Verbindung die Möglichkeit, eine FTP-Verbindung mit dem Raspberry Pi herzustellen. Um jetzt die IP-Adresse von dem Raspberry rauszufinden, müssen wir ifconfig eintippen. Da ich meinen Raspberry Pi direkt mit dem LAN-Kabel verbunden habe, taucht meine IP-Adresse hier oben auf. Notiert euch also eure IP-Adresse, denn die benötigen wir gleich. Wir starten jetzt den Raspberry Pi neu. Nach dem Neustart sollten wir diesen Bildschirm wieder sehen. Was wir jetzt noch brauchen, sind die Kickstart-ROMs, die wir entweder hier finden oder hier oder auch in meinem All-in-One-Download-Verzeichnis. Den Link dazu findet ihr unten in meiner Beschreibung. Auf dieser Seite findet ihr außerdem auch die Workbench, die wir benötigen. Ladet euch hier alle Pfeile runter und kopiert sie alle in einen Ordner namens Workbench. Was wir noch benötigen, ist die Classic Workbench. Ihr könnt euch hier gerne belesen, welches Workbench ihr bevorzugt. Wenn ich mich jetzt hier für eine andere Version entscheide, außer die P96 Version, muss ich, wenn ich eine bessere Monitorauflösung haben möchte, auf jeden Fall den Picasso-Treiber installieren. Schaut euch dazu auch mein anderes Tutorial an. Ich möchte hier die Classic Workbench P96 nutzen, weil in dieser Version viele Programme mit bei sind und der P96-Treiber für eine bessere Auflösung mit integriert ist. Diese Version laden wir uns auch runter. Jetzt haben wir einen Ordner Amiga, darin befindet sich die Classic Workbench, die Kickstarts und die Workbench. Jetzt starten wir hier FileZilla und geben jetzt hier oben unsere IP-Adresse von Raspberry ein. Benutzername ist Amibian, Passwort ist 1234 und der Port ist 22. Hier ist die IP-Adresse, Benutzername ist Amibian, Passwort ist 1234 und der Port ist 22. Und dann wählen wir Verbinden. Ist jetzt die FTP-Verbindung hergestellt, erscheint hier auf der rechten Seite das Verzeichnis von Amibian. Hier auf der rechten Seite erkennen wir die Struktur des Amibians. Wichtig ist das Verzeichnis Home, Amibian, Amiga. Hier ist unser Hauptverzeichnis. Habt ihr die Kickstart-ROM runtergeladen, geht's jetzt weiter. Alternativ könnt ihr auch die aus meinem All-in-One-Download-Paket benutzen. Jetzt kopieren wir in den Ordner Kickstarts die ROMs aus unserem Download-Verzeichnis. Außerdem benötigen wir jetzt noch die Workbench. Die Workbench kopieren wir jetzt unter Floppies
Jetzt benötigen wir aus dem Classic Workbench Verzeichnis die System-HDF. Diese Datei müssen wir ebenfalls auf den Amibian übertragen. Unter Hard Drive kopiere ich jetzt die System-HDF. Also habe ich jetzt unter Floppies die Workbench, unter Hard Drives System-HDF und unter Kickstarts alle Kickstart-ROMs, die wir benötigen. Außerdem merken wir uns hier oben jetzt den Dateipfad von Kickstarts. Weiter geht's jetzt hier. Hier wechseln wir jetzt unter System-ROMs, suchen wir jetzt den Pfad, wohin wir unsere Kickstart-ROMs kopiert haben. Den Pfad hatten wir hier, Home, Amibian, Amiga und Kickstarts. Jetzt ist das auch wichtig, hier den Pfad für den Konfigurationsfile einzustellen. Haben wir diesen Pfad richtig eingegeben, speichern wir das Ganze mit Save ab. Wenn wir jetzt die Pfade so eingestellt haben, geht es jetzt weiter mit der CPU. Ich habe meine Einstellung so gemacht und der Chipset habe ich hier den A500 gewählt. Unter ROM habe ich das Kickstart 3.1. Unter RAM habe ich diese Konfiguration benutzt. Alles andere ist erstmal jetzt egal. Wenn ich alles eingestellt habe, gehe ich wieder auf Konfiguration. Speichere das unter Amiga ab, um jetzt die Autostartfunktion nutzen zu können, müssen wir den Namen ändern. Wir löschen jetzt hier den Eintrag Amiga und wählen den Namen jetzt Autostart. Nur wenn man diesen Namen benutzt, funktioniert der Autostart von Amibian. Autostart ist die Konfiguration, die immer als allererstes geladen wird. Also mit dieser Konfiguration wird der Amibian gestartet. Wir speichern das ab. Jetzt haben wir einmal die Amiga-Konfiguration und die Autostart-Konfiguration. Die sind jetzt beide identisch. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle nochmal, dass man hier die Funktionstasten definieren kann. Mit F12 gelange ich immer ins GUI und zurück. Wir wechseln jetzt hier auf Hard Drives und wählen jetzt hier Add Hard Drive File. Hier wechseln wir jetzt darin. Hier wechseln wir jetzt in das Verzeichnis, in dem sich die System-HDF befindet. Wir haben die unter Hard Drives HDF abgespeichert. Hier ist die System-HDF. Wir haben jetzt ein Laufwerk DH0 eingebunden. Die Konfiguration speichern wir jetzt unter Autostart ab. Jetzt wählen wir hier noch die Statusline und wichtig ist, dass wir hier dieses SUI GUI und Startup ausschalten. Wir wählen hier die Library aus, damit wir auch Internet nutzen können. Unter Display wähle ich hier noch Fullscreen aus. Die Konfiguration speichere ich jetzt ab unter Autostart und wähle dann anschließend unten Reset. Der Amiga wird jetzt neu gestartet. Jetzt befinden wir uns schon in der Installation von Workbench. Weiter geht's mit der Return-Taste. Jetzt
Jetzt werden wir aufgefordert, die Workbench in Laufwerk 0 zu legen. Dazu drücken wir die F12-Taste und in das Menü zu gelangen. Suchen hier den Eintrag Floppy Drives und legen jetzt hier eine Diskette ein. Unsere Workbench-Disketten befinden sich unter Floppy ADFs. Jetzt wählen wir hier die Workbench aus. Die F0 ist aktiviert und wählen jetzt hier Resume. Weiter geht es jetzt hier mit der Return-Taste. Und wir erkennen jetzt hier unten, dass das Laufwerk aktiv ist. Hier werden wir jetzt gefragt, ob wir ein Update wünschen. Nein, wir wollen eine Neuinstallation. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen. Wird jetzt gefragt, ob ich Demos installiert haben möchte. Ich möchte keine Demos installieren und sage Remove. Hier wird nach den Icons gefragt. Möchte ich jetzt alte Icons haben? Ja oder nein? Ich sage jetzt hier Disable. Die Workbench ist jetzt installiert und ich muss jetzt die Diskette entfernen. Dazu wieder F12. Hier oben das Laufwerk entfernen und wähle jetzt hier Reset. Und die Workbench sollte jetzt geladen werden. Da wir jetzt ja die P96-Version installiert haben, ist der Grafiktreiber schon mit integriert. Wenn ich jetzt hier auf Settings Screen Mode wechsel, kann ich jetzt hier mein Display einstellen. Ich benutze hier in meinem Fall diese Einstellung. Wichtig ist, dass wir den Display Mode immer mit Save verlassen, damit die Einstellungen nach dem Neustart immer vorhanden bleiben. Jetzt sieht das Ganze schon viel hübscher und bunter aus. Was wir jetzt noch machen müssen, ist den Amiga auf Deutsch stellen. Dazu wechseln wir hier unter System, unter Prefs, Lokale, wählen wir zuerst Clear, dann wählen wir hier Deutsch und ebenfalls hier Deutsch und machen Use. Noch einmal und speichern das mit Save ab. Jetzt müssen wir noch ein paar Pfeile kopieren. Wir wählen hier Directory Opus und auf der linken Seite DH0 und auf der rechten Seite DH0. Auf der rechten Seite befindet sich ein Ordner Lokale, den öffnen wir. Und auf der linken Seite befindet sich ein Ordner Storage, den öffnen wir auch, dann den Ordner Lokale und kopieren jetzt diese Pfeile in den DH0 Lokale Ordner. Wählen wir Replace, noch einmal und beenden Directory Opus. Wir führen jetzt ein Reset durch. Jetzt haben wir unsere Systemsprache auf Deutsch eingestellt. Möchte man jetzt noch den Hintergrund ändern, kann man das hier unter Scalars Pattern machen. Hier sehe ich das Hintergrundbild. Wähle jetzt hier Delete und Save. Jetzt habe ich einen grauen Hintergrund. Um jetzt mal ein paar Spiele zu testen, befinden sich
in mein All-in-One-Download-Verzeichnis einige Spiele. Und zwar einmal ADF-Spiele und WHD-Load-Spiele. Auf die WHD-Load-Spiele möchte ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Im zweiten Teil meines Tutorials gehe ich extra auf WHD-Load-Games ein. ADF-Spiele sind Diskettenspiele, die auch mit der Endung ADF enden. Zum Testen mache ich jetzt Folgendes. Unter Floppies ADF auf dem Raspberry Pi unter Home, Amibian, Amiga befinden sich hier unsere wichtigen Ordner. Unter Floppies ADF erstelle ich jetzt einen Ordner, der Spiele heißt. Den Ordner öffne ich. Und kopiere das 1943 Verzeichnis in den Ordner. Jetzt befindet sich unter den Ordner Floppies ADF, ein Ordner Spiele und der Ordner 1943 mit dem ADF-File. Um jetzt ein Diskettenspiel schnell starten zu können, wähle ich jetzt hier Quick Start aus und hier die Diskette mit dem Spiel, was ich spielen möchte. Unsere Spiele finden sich ja unter Amibian, Floppies ADF Spiele und hier befindet sich das Spiel 1943. Jetzt wähle ich hier Set-Konfiguration und führe ein Reset durch. Jetzt wird das Spiel automatisch gestartet. Mit F12 gelangt man wieder in diesen Bildschirm. Wenn ich jetzt die Diskette entferne und ein Reset ausführe, wird der Amiga neu gestartet. Im zweiten Teil meines Tutorials geht es darum, wie man WHD-Load-Games installiert und von der Workbench aus startet, was wesentlich komfortabler ist, als andauernd Disketten zu wechseln. Also dann, wir sehen uns im zweiten Teil. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo oder über ein Like freuen.